Heute habe ich eine türkische Hauptspeise für euch. Es heißt Alinazik. Es besteht aus einem Auberginensalat und dazu klein gewürfeltes Lammfleisch oder Kalbsfleisch. An Zutaten benötigt ihr Auberginen, Joghurt, Öl, Butter, Fleisch, Tomaten, Zwiebel, Knoblauch, Petersilie, Tomaten und Paprikamark, Salz, Pfeffer und Paprikapulver. Die genauen Mengenangaben stehen wie immer unten in der Infobox. Als erstes werden die Auberginen mit einer Gabel rundherum eingestochen und im vorgeheizten Backofen bei 200 Grad circa eine Stunde gebacken. Danach könnt ihr in eine Pfanne das Öl und die Butter geben. Die Butter müsst ihr schmelzen lassen. Danach könnt ihr die Zwiebel und die Knoblauchzehen hinzufügen und alles miteinander glasig anbraten. Als nächstes könnt ihr das Fleisch in den Topf geben, gelegentlich umrühren und den Deckel verschließen. Ihr könnt dafür Lammfleisch oder Kalbsfleisch verwenden. Nachdem das Wasser verdunstet ist, könnt ihr Tomatenmark und Paprikamark hinzufügen und das Ganze würzen. Die klein gewürfelten Tomaten und die Petersilie könnt ihr hinzugeben, miteinander verrühren und das Ganze für weitere Minuten köcheln lassen. In der Zwischenzeit könnt ihr den Auberginensalat zubereiten. Dafür müsst ihr erstmal die Auberginen schälen und klein würfeln. Für den Auberginensalat benötigt ihr noch Salz, Knoblauchzehen und Naturjoghurt. Ihr müsst alles miteinander schön verrühren. Ihr könnt den Auberginensalat dann auf einem großen Teller verteilen und das Fleisch darüber geben. Dieses Gericht schmeckt so lecker, müsst ihr unbedingt ausprobieren. Für mehr Rezepte könnt ihr mir gerne auf Instagram und auf TikTok folgen. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!